Dieses Video besitzt keine bezahlten Inhalte wie etwa Werbung oder eine Promotion. Sämtliches gezeigtes, nicht selbst erstelltes Bild, Video sowie Audiomaterial ist entweder nicht kopiergeschützt oder gehört rechtlich Riot Games. Dieses Video ist nicht der direkte Zusammenarbeit mit Riot Games entstanden und Riot Games hat an dem Schaffungsprozess dieses Videos in keinerlei Weise mitgewirkt. Dieses Video entspricht den Duldungsbedingungen und Richtlinien von Riot Games, welche unter Legal Jibber Jabber auffindbar und nachlesbar sind. Diese Seite ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Hallo Leute und herzlich willkommen zum League of Legends Patch Notes Video zu Patch 10.18 von mir. Und ich weiß, erstens, ich habe die Haare blau. Türkis, um genau zu sein, aber das ist jetzt nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, ich habe 10.17 ausgelassen, aber... Das war, nicht wirklich so viel. Wo wir gerade dabei sind, dieser Patch ändert sich auch nicht wirklich so viel. Es sieht zwar nach relativ viel aus, aber das ist dann auch alles, was da ist. Also ohne weiter große Zeit zu vergeuden, lasst uns einfach mal in den Patch reinschauen und wir sehen, dass neben einer generellen Übersicht One for All zurück ist. Yay! Freut euch auf 5 Teemos, die Kluft in ein Minenfeld verwandeln oder 5 Katus-Ults. GG! Jetzt aber zu den Champions. Auf der Top-Lane wird Rumble gebufft. Der Gute hatte mit einem extra Propan-Tank jetzt mehr Wumms hinter seinem Flammenwerfer. Ganz so gut erwischt hatte Set und Shen leider nicht. Set verliert 0,1 Bonus Attack Damage auf seiner Passive und seine Q skaliert jetzt nicht mehr mit maximal HP des Gegners, sondern prozentual per 100 AD, die Set mitbringt. Set Tank ist also out und Set Damage ist in. Jedenfalls in der Pro League. Nicht nur mit dem Blick auf den Pro-Bereich, sondern auch auf Blood to Diamond verliert Shens Passive 10 Schild. Ja. Aber genug auf Top AFK gefarmt, rein in den Jungle und dort werden die zwei Early Game Powerhouses, sag mal Powerhouses? Well, Jarvan und Xin Zhao werden gebufft. Jarvan's Q Damage geht um 10 hoch und Xing's W macht nun 10 mehr True Damage, also beide kriegen 10 mehr Damage. Gut. Einen wirklichen Nerf haben wir hier nicht, aber Shyvana's E wird ein wenig angepasst, sodass sie besonders in der Drachenform ordentlich und präzise funktioniert. Gut, aus dem Jungle auf die Mitte und hier gibt es fette Buffs für jedermanns Favorite Fox Girl, Ahri. Oder Ahri, je nachdem wie man es aussprechen will, who cares? Wobei Buffs trifft es nicht ganz. Es ist mehr ein leichtes Gameplay-Rework, das sich gleichzeitig mehr in Richtung Buff manifestiert. Also, ihr Best Health Regen ist down. Klar, irgendwie muss man ja für das kompensieren, was kommt. Aber kommen wir jetzt erstmal zu ihrer Passiven. Essence Theft. Der vorher auf Ahri's Q war, ist nun ihre Passive und funktioniert fast genauso wie zuvor. Jede getroffene Fähigkeit stackt maximal 3 pro Fähigkeit. Und bei 9 Stacks werden die Stacks konsumiert und Ahri heilt sich nicht mit der nächsten Q, sondern mit der nächsten Fähigkeit. Und zwar um einen festen Wert für jeden getroffenen Feind. Das skaliert dann zusätzlich noch extra, also kommt noch extra Heal drauf, der mit AP skaliert. Aber der Base-Wert ist fest, was den Heal wesentlich mehr reliable macht und einen mehr Sustain gibt. Jedenfalls theoretisch, wir werden sehen, wie das funktioniert. Und ihre W gibt nun 40% Decaying Movement Speed über 1,5 Sekunden bei Aktivierung und fügt Minions unter 20% Leben 200% Schaden zu, was sich gut zum Wave Clear eignet. Dafür gehen die Cooldowns und die Mana-Kosten der W hoch, aber sie priorisiert nun besser Minions, die von ihrer W tatsächlich auch gekillt werden können. Das heißt, es ist dann wie so eine schöne Kaiser-Q, die dann Executable Minions executed, anstatt einfach das nächste Ziel sich zu suchen. Natürlich alles in Range nur. Wir haben also Reliable Sustain, Reliable Movement Speed und Reliable Wave Clear. Danke Riot! Das war echt mal nötig. Weiter im Text. Kayle und Galio sind die nächsten auf der Liste. Kayle wird... verliert zwar etwas an... erstattenden Mana-Kosten auf der Q und ihre W konsumiert ebenfalls mehr Mana, aber ihre E
kostet ab nun absolut kein Mana mehr und hat eine Maximalreiche von 5000. Das heißt, Early Game Kayle, besonders in Matchups gegen Ranged Champions, kann endlich existieren. Like, ich meine, legit einfach nur auf der Lane existieren gegen sowas wie den Xerath ist die Hölle als Kayle. Und was soll ich sagen? GG, danke Riot. Ich habe in letzter Zeit sowieso wieder angefangen, Kayle zu spielen. Und Galio, der wird mit dem Blick auf den Pro-Bereich und Platz to Diamond genervt. Seine Q verliert 10 Base Damage und das negiert halt so ein bisschen minimal seinen Wave Clear. Und Wave Clear ist halt das A und O eines Midlaners. Gut, kommen wir zur letzten Fraktion, den ADCs. Und ja, es gibt keine Support-Changes diesen Patch. Da wird nichts gemacht, Riot man denkt sich, ja, Supports, alles in Ordnung mit denen. Miss Fortune bekommt mehr Attack-Speed-Wachstum, das liegt jetzt bei satten 3% und 5 mehr Maximum-Movement-Speed auf ihrer E. Und Twitch, seine E, macht jetzt mehr Bonus-Damage pro Stack und seine Ult hat mal einfach so weniger Bolte-Damage-Reduction per Ulti-Hit bekommen. Sein Minimum-Damage ist von 40% einfach mal auf 70% hochgeschossen. Was einfach nur insane ist. Ich meine, Twitch ist ja so schon krass. Aber mit den Changes. Natürlich haben wir auch Opfer des Nerfhammers auf dieser Lane. Und zwar mit dem Blick auf den Pro-Bereich Ashe, die 2 AD verliert. Und bei der Bugs mit ihrer Q gefixt wurden. Mit dem Blick auf Platz to Diamond wird Kog'Maw ebenfalls abgeschwächt. Weniger Health und weniger Armor Growth machen den eh schon squishy Bug nur noch squishier. Und das war's mit den Champs. War ja gar nicht so viel, ne? Mit den Item ist Riot ebenfalls sehr zufrieden. Mit anderen Worten, es gibt keine Item Changes. Aber Guardian wird genervt. Das Shield, das Ding ist einfach zu mächtig. Ja. Ansonsten gibt es noch diverse Änderungen zum Leak Client. Ja, den hat Riot offenbar nicht vergessen. Aber das ist alles nur Bugfixes und Quality of Life Improvements. Interessanter wird es bei den neuen VFX Updates für Malzahar, Nocturne, Victor, Tryndamere und Ignite. Dann hätten wir hier noch ein paar Bugfixes. Mann, Rito, fix the game! So viele Bugfixes. Besser, dass die gefixt werden, als dass sie im Spiel bleiben. Und damit kommen wir zu den absolut wichtigsten Part dieses Videos überhaupt. Den Skins! Die neue Psyops-Reihe. Die erste von 2 nebenbei bemerkt. Debüt mit Psyops Sona, Psyops Vi, Psyops Shen, Psyops Master Yi und Psyops Ezreal. Ziggs bekommen zusätzlich noch einen Hextech-Skin. Fragt nicht wieso, ich weiß auch nicht warum. Der Prestige-Skin für dieses Event geht an... Trommelwirbel bitte! Ezreal! Tada! Und der Rest kriegt Chromas. Ja. Für mehr Infos über die Skins könnt ihr gerne die offiziellen YouTube-Kanäle von League of Legends und Skins Spotlights besuchen. Links wie gewohnt in der Videobeschreibung. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir... ihr sehen könnt, habe ich mal wieder auf Nerfs und Buffs und die einzelnen Reihen unterschieden. Ich hoffe, das ist etwas angenehmer, als einfach die Champs in alphabetischer Reihenfolge runterzurattern. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Hoffentlich nicht so wie bei 10.17. Und bis dann, Leute, haut rein, ihr seid die Besten, bleibt gesund und hört auf, in meinen Games zu feeden.